Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ja, das wird jetzt mein Markenzeichen hier sein, weil ich zum Aufnehmen immer Alt F9 drücke. Geht der Charakter jeweils immer in seine Stealth-Stellung automatisch rein. Das ist ein bisschen lustig, aber macht jetzt ja nichts. Ich habe gerade hier die Leiche nochmal kurz durchgeplündert offscreen. Und wir haben für unsere Lyra hier einen Helm der scharlachroten Wüter aufgesammelt, der ein bisschen Abwehr bringt. Wir sehen schon hier 33%. Warum nicht für ihn? Ganz einfach, weil er nicht immer an vorderster Front kämpft. Sie hingegen schon. Helm könnte man hier auch ausblenden. Zack, zack. Machen wir bei uns auch vielleicht mal. So, so sehen wir jetzt aus. Sehr schön. Helm wird ausgeblendet. Das sehen wir jetzt auch hier im Spiel. Hat, glaube ich, ein bisschen mehr Wiedererkennungswert, als wenn wir immer diese Klamotten aufhaben. Nutzen tun wir die Boni davon ja trotzdem. So, was ist nun los? Gegner, ohne Ende. Oh, das hat aber einen ganz schönen Ruckler gegeben. Naja. Tarkis Demos, Augen geradeaus, es gibt kein Zurück. Die Vendrienwache brüllt mit hoch erhobener Falx. Was ist denn eine Falx? Ein beständiges Symbol des Militärlebens in den Stufen. Sie wurde von den Feldsensen des Reichs Azur abgewandelt und zur Schlacht gezwungene Bauern trugen diese gebogene Klinge vor langer Zeit als Waffe. Das ist also hier diese Waffe, die er in der Hand hat. Aber seine Worte gehen größtenteils im Kampfgetöse unter. Geh zur Seite, sonst wird deine Beerdigung auf der anderen Seite der Klippe stattfinden. Da du direkt in seinem Weg stehst, deutet der Soldat mit seiner Waffe in deine Richtung. So, jetzt können wir zwei Sachen auswählen. Das ist ja diese Vendrienwache, die ziemlich zornig ist schon. Ich bewundere deine Tapferkeit, aber ich beschwöre dich, diese Torheit zu beenden und deine Waffen niederzulegen. Oder es gibt keinen Kommen und für Eidbrecher keine Kapitulation. Wir sind ein Diplomat, wir versuchen, wo wir können, den Kampf zu vermeiden. Also werden wir ihn erstmal ihn beschwören, dass er die Waffen niederlegt. Wird er bestimmt nicht tun, aber wir machen es mal. Keine Chance, wenn ich mich ergebe, bin ich so gut wie tot. Wenigstens können wir auf unserer kurzen Reise ins Nichts noch ein paar von Kyros Auserwählten mitschleifen. Als er seinen Männern den Angriff signalisiert, ertönt aus dem Süden Gesang, was seine Aufmerksamkeit weg. Verstärkung für den scharlachroten Chor, beeilt euch! Oh, es gibt nochmal einen Ruckler, oder? Spöttelnde Flamme. Macht die Eidbrecher nieder, lasst niemanden am Leben. An der Spitze des roten Verstärkungsmobs aus südlicher Richtung marschiert eine Blutkantorin. Das dekorative Wappen ihres Stabs pulsiert in purpurroten Farbtönen. Oder purpurnen Farbtönen. Die Blutkantorin zeichnet eine magische Sigille in die Luft, bewegt wortlos ihren Mund und wirkt eine Reihe von Zaubern. Als sich die Magie der Kantorin in den Verstand der Krieger der Vendrienwache schlängelt, umgibt sie ein rotes Glühen und sie werden blind vor Wut. Tarkis Demos sagt, Position halten, und zwar alle. Ihr da, auf dem Weg bleiben. Der Krieger gestikuliert entlang des Wegs durch die Schlucht. Seine Soldaten aber schenken ihre Aufmerksamkeit dem scharlachroten Chor und brüllen Herausforderungen. Nein, greift sie nicht an, wir müssen fliehen. Als seine Befehle auf taube Ohren stoßen, macht der Krieger widerwillig seine Waffe kampfbereit. Okay, jetzt sind wir... Halt! Also ich glaube, bei Kämpfen können wir automatisch pausieren. Das stelle ich jetzt mal ein, das ist mir doch lieber. Charakter stirbt. Niedrige Gesundheit auf jeden Fall. Waffe ineffektiv. Nee, Kampfstart auf jeden Fall. Ziel zerstört. Ah ja, das ist auch gut. Wenn das Ziel als Gruppenmitglied stirbt, dann kann man nämlich ein anderes Ziel anwählen. Ja, bei verstecktes Objekt, wie zum Beispiel Fallen, möchte ich auch gerne eine Pause haben. Nee. Okay, Gefährten-Kombos. Ja, wenn du Gefährten in einer Gruppe hast, kannst du einzigartige und mächtige Fähigkeiten ausführen, die Gefährten-Kombos genannt werden. Bei diesen Fähigkeiten arbeiten zwei Charaktere zusammen, um einen mächtigen Effekt zu erzielen. Versuche jetzt die Kombo-Fähigkeit Blut tränkt Stein gegen Tarkis Demos einzusetzen. Die haben wir ja beim letzten Mal schon eingesetzt gegen weit weniger starke Gegner. Wenn sie aktiviert wird, siehst du, dass das Symbol über den Köpfen der Charaktere dieselbe Fähigkeit anzeigt. Die Kombo beginnt, wenn die Charaktere nicht mehr in der Erholung sind, wenn der blaue Kreis
um das Fähigkeitssymbol herum verschwunden ist. Meine Herren, habe ich heute ein Problem mit Lesen. So. Ja, ich würde sagen, das ist auch richtig so. Auf Tarkis Demos. Bam. Da haben wir ihn schon mal niedergeschlagen. Das war durchaus sehr wichtig. Und wir gehen jetzt am besten... Oh, der hat 60 parieren, Alter, ey, Mann. Das ist natürlich krass. Ja, da brauchen wir also Pfählen wirklich nicht anwenden, wenn der 60 parieren hat. Das ist echt Käse. Ordenmitglied greift ihn auch an. Also ist natürlich schon schön. Verglichen mit Ausweichen. Wir könnten ihn auch lähmen hier. 30 ausweichen. Ey, aber wenn er 30 ausweichen hat, dann ist das natürlich ineffektiv. Das könnten wir eher auf ihn oder sie hier machen. Ich gehe mal auf ihn hier, glaube ich. Will do. Hat der das abgeblockt? Lol. Alles klar. Na gut, dann gehen wir mal. Ach komm, wir stoßen ihn jetzt. Ganz egal, ob der jetzt parieren hat oder nicht. Wir versuchen mit ihr wirklich auch mal Fehlen auszuführen. So, er ist fast tot. Jawohl, wir haben den Tarkis Demos getötet. Allerdings ist Lyra schon wieder ziemlich down. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier wirklich mal erwehren gegen diese ganzen Leute hier. So, da angreifen. So, sie wird von hinten angegriffen, kurze Zeit, aber der Gegner ist weg. Das heißt, wir können direkt hierhin übergehen. Jetzt ist natürlich die Geschichte, man sieht hier, die Abklingzeit dauert jetzt eine Weile. Deswegen... Okay, das sieht gut aus. Ein bisschen müssen wir noch einstecken und dann ist vorbei. Jawohl. Kampf erledigt. Sehr schön. Wer kommt denn da? Und warum ruckelt das manchmal? Naja. Halbmondläufer. Komm schnell, es gibt Schwierigkeiten an der Klippe. Sie haben den Kommandanten. Okay. So. Okay, wir dürfen weitermachen. Da unten liegt aber noch was. Ja, ein Schleifstein. Wow. Naja. Just point me in the right direction. Ja, Gesundheit füllt der auf, aber... Spottendes Eisen und ungebunden. Ah, Fällen begraben und Spanferkel werden mächtiger bei suchende Scheide. Okay. Dann sollten wir das auch so lassen als Haltung. Was hat er hier für eine Haltung? Gar keine, er kennt noch keine. Okay. Kommt vielleicht noch. So, haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ich tapp mal. Ah, da hinten kann man noch reingucken. Mehrere Schädel, ja, das kennen wir schon, das haben wir beim letzten Mal gesehen. Waffen und Rüstung liegen willkürlich verstreut auf den Karren. Jede einzelne Klinge zeigt Spuren von Rost und jedes, Rüstungsteil hat eine Reparatur bitter nötig. So, wir haben aber noch eine Holzkiste hier. Met und ein zeremonieller Kopfwickel eines Schicksalsbinders. Achso, nee, Kopfwickel liegt dort, okay. Minus 1% Abwehr und minus 0,3 Sekunden Erholung. Also, er könnte jetzt zum Beispiel sagen, den Kopfwickel ersetzt man hier mit diesem hier vorne. Dann hätte man aber das Problem, dass man 1% weniger Abwehr hat. Ja, genau. Aber halt auch die Erholung schneller geht. Ne? Ist ja klar.
Da wir jetzt ja hier eh nicht die große Abwehr haben, ist das aber auch eigentlich relativ Wumpe. Ob wir das oder das nehmen. So würde das dann aussehen. Bisschen komisch, aber ja, kann man schon machen, denke ich mal. Ja, wir sind schneller erholt. Und das lässt uns schneller kämpfen. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice. So, noch irgendwas, was ich übersehen habe. Da unten ist noch ein kleines Fass. Da oben liegt einer, okay. So, eine Himmelskappe. Das ist wahrscheinlich auch so PS10-Wissen für 120 Sekunden. Viel Verstand und so weiter. Ein paar Buffs sozusagen, die wir bekommen. Das Symbol des scharlachroten Chors wurde im Blut auf das zerschlissene Stoffzelt geschmiert. Es wurden keine Anstalten unternommen, um die Risse zu flicken. Okay. Achso, er kommt. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn? Right. So, hier haben wir auch noch einen Typen liegen. Oh, der hat schwere bronzene Beinschienen der Vendrienwache. Schwere Rüstung. Ist für beide, denke ich mal, nicht gut von uns. Ja, nehmen wir mal auf. Was ist mit ihr hier? Cosma? Was tust du da? Du wirst andere noch auf mich aufmerksam machen. Hallo? Okay. Ah, die verzieht sich hier wohl. Okay. Pelox Tyrell, steck deine Waffen weg, sonst werden wir herausfinden, wie lange ein Mann schreit, bevor er unten in der Schlucht aufschlägt. Zwischen einem steilen Abhang und einer Schar wütender Soldaten hält der Altbrecherkrieger einem geschmähten Offizier ein Messer an die Kehle. Drastus, spießt ihn auf, macht euch keine Sorgen um mich, Graven Ashy wird mich beschützen. Der geschmähte Offizier zuckt zusammen, worauf Blut aus dem Spalt zwischen seinen Armschienen und seinem Kürass sickert. Spöttelnde Flamme, du hast immer gehört. Er hat dich eindeutig dazu eingeladen, deine kleine Klinge da zu benutzen. Auf was wartest du noch? Etwa auf die Zustimmung deines Zuhälters? Diese Klinge, mit einem Ruck schneidet er mit dem Messer ein Büschel von Drastus' verfilzten Haaren ab. Wenn du so begierig darauf bist, deinen Verbündeten tot zu sehen, dann komm ruhig näher. Lass den Gefangenen frei, dann wirst du vielleicht nur in einer Zelle enden. Athletik 30, deine Waffe senken, dann nach vorne stürzen und ihm das Messer entreißen. Angreifen, wir müssen Drastus helfen. Angreifen, ihr habt Drastus gehört, lasst ihn sterben. Ah. Also das ist jetzt natürlich so eine Geschichte. Da wir ja so einen diplomatischen Hintergrund haben, müssen wir eigentlich mehr verhandeln. Wir sind aber gleichzeitig auch irgendwie schon so ein unbewaffneter Kung-Fu-Guy, der in unbewaffnetem Kampf ja sehr bewandt ist, der eine gute Athletik hat, deswegen kriegen wir auch diese Option. Und ich würde mal sagen, der Menschenverstand sagt, dass hier mit Diplomatie nicht viel zu machen ist, weil der Typ wird sich nicht einfach so ergeben, denn er ist allein. Also glaube ich nicht. Von daher, ich würde lieber auf Athletik gehen, die Waffe senken, nach vorne stürzen und ihm das Messer entreißen. Du hast Gunst bei Scharlachroter Chor hinzugewonnen und du hast Gunst bei Geschmähten hinzugewonnen und 52 Athletikpunkte. Der Eidbrecher lächelt breit, als du deine Waffe senkst. Genau so. Und jetzt lässt der Rest von euch auch noch die Waffen fallen. Als seine Aufmerksamkeit den anderen Kriegern gilt, stürzt du nach vorne. Als er versucht, mit seinem Messer Drastus' Kehle aufzuschlitzen, hat deine Hand bereits sein Handgelenk gepackt. Mit einer fürchterlichen Drehbewegung brichst du ihm die Hand. Knack! Worauf sein Messer harmlos zu Boden fällt. Genau so stelle ich mir das vor. Oh Mann, ey. Naja, funktioniert gut. Die geschmähten Krieger stürzen zu beiden Seiten an dir vorbei nach vorne. Tyrell schafft kaum noch einen angestrengten Atemzug, bevor er von ihren Schwertern und Speeren in Stücke gehackt und aufgespießt wird. Boah, Alter. Die zeigen ja echt keine Gnade, ey. So. Geschafft. Drastus. Kyros sei gepriesen. Dieser Eidbrecher kämpfte mit dem Zorn von Cairn. Drastus fährt sich mit einer zitternden Hand über den Schnitt entlang seines Halses. Danke dir, Schicksalsbinder. Ich dachte schon, es hätte mein letztes Stündlein geschlagen. Er ist den Cairn. Der gewaltige Archont des Steins hat die Geschmähten bei der Eroberung der Stufen begleitet. Sein Temperament und seine Neigung zu zerstörerischen Lösungen machte ihn oft zu einem Risiko für eine geordnete Übernahme, doch seine Macht ließ sich nicht einfach ignorieren. Während des Azurfeldzugs begann Cairn einen Amoklauf. Er erklärte seine Unabhängigkeit von Kyros und bezeichnete die Eroberung als ungesetzliche Farce. Kyros wirkte das Edikt des Steins, um dem rebellischen Archonten ein Ende zu setzen, und seine versteinerte Leiche ruht noch heute in den Ruinen von Azur. Alles klar.
So wie es aussieht, dachten sie wohl, dass einer es schon hinausschaffen wird, wenn sie alle gleichzeitig über den Pass laufen. Wir haben bei den Leichen ein paar Stücke Pergament gefunden. Drastus hält dir eine Handvoll zerknitterte Pergamentstücke zur Untersuchung hin. Ein Schriftkundiger wie du sollte in der Lage sein, daraus schlau zu werden. Die Fähigkeit zu lesen ist im Nordreich, wo die Geschmähten geboren und ausgebildet werden, eine Seltenheit. Ja, gut. Das heißt, sie können also nicht lesen. Ich habe keine Zeit hierfür. Ich sollte schon auf dem Weg zu den Archonten sein. Ja, das stimmt zwar. Diese ganze Ausbildung und Graven Ashy bringt euch nicht das Lesen bei. Das wäre natürlich so eine Geschichte, die wir schon wissen. Denn ein bisschen Weltwissen haben wir natürlich. Wir untersuchen direkt das Pergament. Das Pergament wiederholt dieselben Meldungen in verschiedenen Schriften und erklärt den Wunsch der Vendrien-Wache, Kyros Archonten zu stürzen und ihre Armeen aus den Stufen zu vertreiben. Die Zahlen sind nicht an einen bestimmten Empfänger adressiert, sondern lädt alle, die gegenüber den jüngeren Königreichen noch loyal sind, offen zur Versammlung bei Vendriens Brunnen ein. Nutzloses Gekritzel, nicht mehr Rekrutierungsmaterial. Sie versuchen, noch mehr Verräter für den Kampf zu gewinnen. Das können wir ja ruhig erzählen. Nun, so wie es aussieht, haben wir sie daran gehindert, sich aus dem Tal zu verdrücken. Was auch immer sie zu erreichen versuchten, ihr Plan fand hier wohl sein Ende. Die Archonten erwarten dich. Wenn du fertig bist, dann geh durch das südöstliche Tor und folge dem Faden ein paar Stunden lang bergabwärts. Du wirst die Feuer des Lagers aus weiter Ferne sehen. Du kannst es gar nicht verpassen. Okay, Gespräch beenden. Ja, damit haben wir hier schon mal eine knifflige Situation gelöst. Besiege die verbliebenen Rebellen im Lager, haben wir geschafft. Was ist das hier für ein Brunnen? Die ehemals aus klarem Wasser bestehenden Tränen von Königin Lykeros sind seit der Invasion von Kyros Streitkräften rot vor Blut. Okay, krass. So, was hat er denn noch bei sich hier? Schriftrolle, Sigil des fernen Aufpralls. Also das sind jetzt hier diese Elemente für Zauber. Ein bisschen Getreide. Ein Schnellfingerarmreif. Und eine Bronzefalx der Ehrenwache. Nehmen wir mal alles mit. So. Was haben wir denn jetzt hier alles zur Verfügung? Wir haben zum Beispiel noch einen Sonnensoldat-Wurfspeer. Können wir den hier? Ah, jetzt wird mir auch der Tooltip angezeigt, alles klar. Der Sonnensoldat-Wurfspeer ist ausgerüstet. Im Vergleich zum bronzenen Wurfspeer hat er eigentlich nur Vorteile. mit dem... Ja gut, der hat nochmal 4 Genauigkeit gegeben, ne? Der bronzene Wurfspeer. Dafür geht die Erholung schneller. Na... Sechs bis elf Stich, 5 bis 8 Stich, also er macht wesentlich mehr Schaden, der Sonnensoldat-Wurfspeer, das heißt, der ist schon mal besser. Sehr gut. Die Bronzefalx, ja, die brauchen wir bestimmt nicht, wenn, dann braucht das vielleicht unsere Kollegin hier, Rotfluss, geringeres Parieren. Was bedeutet denn geringeres Parieren? Rotfluss ist ihre erste Waffe und dann hat sie noch Darmschlitzer. Oder heißt das, sind Effekte, die eintreten, wenn ich den Gegner treffe, dass der Gegner geringeres Parieren bekommt? Ich denke, ja, das wird es wahrscheinlich sein. Deswegen ist das auch grün hervorgehoben. 8 bis 11 und 8 bis 11 Stich. Das macht 14 bis 18 Hieb. Ist aber eine Zweihandwaffe. Also, die braucht auch sie nicht. Das können wir ins Gruppenlager legen. Das ist ziemlicher Quatsch. Das braucht sie auch entsprechend nicht. Naja, okay. So, wer ist das hier? Halbmondläufer. Danke für deine Hilfe, Schicksalsbinder. So. Hier oben war noch was. Eine Interaktionsmöglichkeit. Du siehst einen sehr alten, zerstörten Wandabschnitt. Es hängt ein Seil hinab, das kürzlich jemand zum Klettern verwendet hat. 35 Athletik, das Seil hinaufklettern. Ja.
Das Seil scheint stabil genug befestigt zu sein, um dein Gewicht zu tragen. Geil. Interesting. Interesting. Oh, wir bekommen jeweils eine Liste dazu. Oh. Versteckte Objekte. Du hast ein verstecktes Objekt entdeckt. In vielen Gebieten auf Terrates gibt es verborgene Fallen oder Kisten. Wenn sie entdeckt wurden, werden sie markiert, sodass jeder in deiner Gruppe sie sehen kann. Aktiviere mit L-Alt den Spähen-Modus, um das Aufspüren zu erleichtern. Spähen. Na gut, wir haben es ja hier schon gefunden. Was haben wir denn da drin? Ah, ein Unsichtbarkeitstrank. Nice. Sehr schön. Ja, klettern wir das Seil wieder hinab. Mehr geht da ja nicht. Aber haben einen Unsichtbarkeitstrank gefunden. Das ist doch, ziemlich gut. Schön. Das ist doch wirklich schön. Da unten ist auch noch eine Kiste, aber sie ist versperrt. Wir bräuchten 39 List. Natürlich jetzt nicht haben. Oh, jetzt gibt's hier Disput. Der Gefangene sagt, sein Name sei Takisdemos. Drastus stöhnt ein langes Seufzen aus und tippt sich mit seinem behandschuhten Finger gegen die Schläfe. Dann glaube ich nicht, dass es sich hier um eine komplizierte Angelegenheit handelt. Tötet ihn. Seine Familie ist eine treibende Kraft in der Vendrien-Wache gewesen. Ihn zu töten, sollte den letzten Rest des Takis-Clans demoralisieren. Alle müssen die Chance erhalten, in Diensten des scharlachroten Korps Absolution zu finden. Die Magierin deutet mit einem Finger auf den geschmähten Offizier. Und du weißt ganz genau, dass dies bei uns schon immer so gewesen ist. Er hat die Chance, als Sklave oder Soldat zu dienen. Erst dann verfüttern wir ihn an die Schweine. Boah, krass. Wir würden dich Gefangene nehmen lassen, aber du kannst sie nicht kontrollieren. Du schickst diese Rekruten auf Patrouillen, von denen sie niemals zurückkehren, weil sie sich wieder absetzen. Ich kann nicht zulassen, dass diese unsinnige Strategie fortgesetzt wird. Nun, ich bestehe darauf, dass dieser Eidbrecher zu Nerads Stimmen gebracht wird. Was uns in einer Sackgasse zurücklässt. Glücklicherweise haben wir einen Schicksalsbinder hier, um diese Angelegenheit für uns zu regeln. Die Kantorin wendet sich dir zu und ein erwartungsvolles Grinsen macht sich auf ihrem Gesicht breit. Also, was sagst du? Was soll aus diesem Gefangenen werden? Ah, das ist jetzt schwer. Das ist wirklich schwer und wisst ihr warum? Weil wir ihn ja selber gefragt haben, ob er sich ergeben will. Und er der Meinung war, dass seine Chancen wohl groß genug waren, noch wegzulaufen, zu gewinnen, was auch immer. Er hat sich halt nicht ergeben. Also dem jetzt noch eine weitere Chance zu geben, halte ich für ein absolut zu großes Risiko. Ich weiß, wir sind eigentlich ein Diplomat, eigentlich müssten wir ihn am Leben lassen. Aber wir haben ihm ja bereits eine Chance gegeben und wie er schon hier richtig sagt, eine Chance der Kapitulation ist genug. Richtet ihn hin. Ja, ich würde sagen, das haben wir aus unserem Prolog auch schon gelernt. Wir können auch die harte Hand nehmen und dieser Typ hat es auf jeden Fall nicht verdient. So, wir haben jetzt Zorn hinzugewonnen und Gunst bei den Geschmähten. Alles klar. Drastus nickt einem Krieger in der Nähe zu. Bindet mir den mal schön zusammen. Er und seine Freunde können sich in der Sonne gegenseitig beim Verfaulen zusehen. Ich werde dich hier nicht länger aufhalten, Schicksalsbinder. Ich weiß, dass du im Tal Wichtiges zu tun hast. Drastus salutiert dir, wozu er seinen Eisenhandschuh gegen seinen Brustpanzer schlägt. Zum Ruhme von Kyros. Okay. Gespräch beenden. So. Das fand die scharlachrote Tante hier nicht so gut, aber ja, wir können vielleicht noch mit der sprechen. Nö. Das ist mir relativ egal. Was ist eigentlich mit Cosma hier los? Schicksalsbinder, was für eine Ehre, jemanden von Tunons Gericht zu Besuch in unserem bescheidenen Wachposten zu haben. Brauchst du Vorräte? Die vor Energie sprühende Händlerin schlägt ihre Handflächen auf die obere Kiste. Wenn ja, so bist du zum richtigen Ort gekommen. Also, womit kann ich dir heute helfen? Sie breitet einen einladenden Arm über ihre Waren aus. Man hat dir doch wohl ordnungsgemäß das Handelsrecht für die Waren übertragen, mit denen du handelst, oder? Schicksalsbinder. Die Händlerin reckt ihren Kopf hin und her und kratzt sich am Hals. Ich glaube schon. Man hat mir diese Dokumente hier gegeben. Sie greift über einen Stapel Vorräte hinweg nach einer Schriftrollenschachtel. Aber ich bin keine Frau der Buchstaben. Mit Zahlen dagegen kenne ich mich sehr gut aus, wie du dir wohl denken kannst. So, lass mich die mal ansehen.
Gewiss, guter Schicksalsbinder, sie übergibt dir die Schriftrollenschachtel mit fragendem Gesichtsausdruck. Du überfliegst die Dokumente, alles deutet darauf hin, dass diese Händlerin in logistischer Kapazität unbeschränktes Handelsrecht genießt. Wenn sie keine laufende Schlacht unterstützt, darf sie überall in den Stufen mit Getreide, Kupfer und Oliven handeln. Ja, das scheint in Ordnung zu sein. Das kaufen wir ihr auch mal ab. Aber natürlich, zwinkert sie. Nur weil wir mit schmutzigen Tricks kämpfen, heißt das noch lange nicht, dass wir auch mit schmutzigen Tricks handeln. Naja, zumindest meistens nicht. Na, okay. Lass mal sehen, was du hast. Wie läuft das Geschäft? Was ist mit deinen Papieren? Kann ich das nochmal fragen? Wo hast du die her? Hachian Bronze hat diese hier für mich beschafft. Ich glaube, von Tunons Agenten. Siehst du da ein Problem? Nö. Ach, wird schon passen. Was hat sie denn überhaupt? Okay, sie hat hier gewisse Dinge, die wir handeln könnten. Schriftrollen. Ah. So, sie hat hier Bronzefalz. Den Wurfspeer könnten wir eigentlich wegtun, denn der ist tatsächlich über. Den haben wir jetzt ja ersetzt. Ansonsten haben wir, glaube ich, nicht wirklich viel, was wir verkaufen könnten. Obwohl, sie kann ja Getreide handeln angeblich, ne? Die Schriftrolle lasse ich auch nochmal stehen. Den Schnellfinger Armreif, den müssten wir auch noch irgendwie anlegen. Ah, okay, Zubehör. Plus 1 Schnelligkeit. Okay. Das ist natürlich für unseren Hauptcharakter richtig gut. Aber wir handeln jetzt erstmal hier den Bronzefalks der Ehrenwache? Nein. Hä? Warum handle ich den denn jetzt? Halt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier handeln. Den Wurfspeer. So. So, dann handeln wir mal 60 Kupferringe ein. Wir haben jetzt schon einen Bronzering, 31 Kupferringe und noch keinen Eisenring. Naja. 4 Rastvorräte. Da müssen wir nachher auch drauf achten, dass wir da genug haben. Die kosten also 40 Kupferringe, aber wir haben ja noch 4, von daher reicht es erstmal. Wir können maximal 8 mitnehmen, aber 4 sollten, denke ich, für den Anfang genügen. So, jetzt hatten wir noch diesen... Na, wo ist er denn? Oh, wir haben einen Achat übrigens dabei. Und auch schon eine Tierhaut. So, diesen Armreif, den werden wir mal anlegen, denn der führt, wie man hier sieht, zu unter anderem 2 Punkten Ausweichen und einem Punkt in Genauigkeit. Denn wir bekommen ja unsere Schnelligkeit dadurch verstärkt. Man sieht es hier, die wurde jetzt nochmal um 1 erhöht und damit haben wir schon minus 18% Abklingzeit und wir werden immer schneller und schneller. Das ist gut und ja, schön. So, was haben wir jetzt auf der Agenda stehen? Wir haben die Rebellen besiegt, wir haben den Geschmähten geholfen. Aber wir müssen natürlich jetzt weiter zum geschmähten Lager. Und das werden wir in der nächsten Folge tun. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, euch macht das Let's Play bisher Spaß. Das wird auf jeden Fall riesig, riesig groß. Aber wie gesagt, das ist wirklich spannend und ich finde, das Spiel ist auch super gemacht. Also, bis zur nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir uns hier zusammen mit Lyra den Weg ins geschmähten Lager bahnen. Bis dahin, macht's gut und ciao.